gut, dann gucken wir mal, was Doppelportal aufmachen, dass wir hier vielleicht reinkommen. Auch Sie von außen. Sind versiegelt. Ah, fest versiegelt, okay. Ja, schwierig, schwierig. Ah, jetzt bin ich natürlich, hätten wir vielleicht den Druiden ein bisschen freundlicher ausgefragt, hätte er uns vielleicht geholfen oder hätten wir ihn befreien können oder so. Schauen wir mal, wo es hier lang geht. Ah, hier geht's gar nicht vorbei. Können wir ihn vielleicht mit Pfefferminzbonbon, ja, sag ich mal, verzücken? Das geht doch so nicht. Ja, das dachte ich mir fast. Wir könnten einen Stein irgendwo hinwerfen und dann eventuell geht er dahin, aber benutze Stein. Tja, mit was ist denn die Frage, ne? Mit dem Eimer? Das geht doch so nicht. Also der lässt uns halt gerade nicht vorbei. Ja. Wir könnten natürlich den Ring einfach abnehmen, weil dann sieht er uns nämlich wieder. Und hoffentlich kommt dann in dem Moment nicht die Wache und dann weiß er, dass wir einfach nur ein kleiner Junge sind, der dem Druiden helfen will. So, jetzt schnell mit ihm reden. Meine Augen scheinen zu versagen, oder ist das tatsächlich ein Kind? Na, allerdings, ich bin's, du weißt, der Fürst der Dunkelheit. Ich hab doch gesagt, dass ich nicht grausam bin. Du bist seit unserem letzten Treffen gewachsen. Ich bin kein Junge, ich bin ein Meister der Magie, Blumenkind. ja, ich würde sagen, wir fangen hier schlagfertig einfach mal an. Wir sind der Fürst der Dunkelheit, der Prince of fucking Darkness. Ja, ich bin's. Du weißt, der Fürst der Dunkelheit. Ha! Du wirst mich nicht täuschen mit deiner Maske. Welche Verkleidung? Friedemann, sieh her. Okay, ich bin kein Dämon, verstanden? Wie kann ich meine Unschuld beweisen? Tja, ich würde mal sagen, als alter Prog-Rocker, Friedemann. Friedemann! Ich schließe niemals Frieden mit dem Bösen. Wieso sprichst du nicht mehr über die alte Welt? Nun, du hast mich überzeugt. Ja, wie können wir denn beweisen, dass wir kein Dämon sind? Nun sagst du uns schon. Wie kann ich beweisen, dass ich kein Dämon bin? Es gibt einen einfachen Test. Was ist dieser einfache Test? Es ist eine bekannte Tatsache, dass die einzige Waffe, die einen Dämon zerstört, ein Silberdolch in seinem Herzen ist. Wenn das Opfer dabei stirbt, dann war es ein Dämon. Lebt sein Herz jedoch und ist es rein, so kann es geopfert werden. Bestimmt findest du auf diese Weise viele Dämonen. In der Tat, es hat bisher immer geklappt. Gibt es nicht eine etwas mildere Methode? Du magst mich für dumm halten, aber diese Methode erscheint mir nicht ganz fair. Oh Himmel, ich habe meinen Silberdolch vergessen. Sorry, aber ich kann dem Spaß nicht ganz folgen. Ich würde sagen, wir fragen mal an einer milderen Methode. Gibt es nicht eine etwas mildere Methode? Aha, hat die Kreatur der Nacht etwa Angst? Wie großartig dieses Spiel ist. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin noch ein Kind. Hättest du das nicht auch, wenn ein verrückter Druide dich aufspießen wollte? Nein, aber wenn du gerettet werden möchtest, hörst du besser auf, deinen Standpunkt zu vertreten. Ich denke, wir reden mal Tacheles. Nein, aber wenn du gerettet werden möchtest, hörst du besser auf, deinen Standpunkt zu vertreten. Okay, lass uns lieber den bequemen Weg gehen. Siehst du das Silberkreuz um meinen Hals? Drücke es dir auf die Stirn. Joa, warum sollte das bequemer sein? Warum ist das unzuverlässiger? Und wird mir doch nicht wehtun, oder in Ordnung, lasst uns versuchen, vielleicht ein anderes Mal. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach, Silberkreuze können uns eigentlich nicht schaden. In Ordnung, lass es uns versuchen. Na gut. Ade, du grausame Welt. Ja! Also bist du ein Diener des Bösen. Kennst du das Gefühl des brennenden Feuers des Guten? Was? Das Ding war eiskalt. Hat mir einen Schock versetzt. Oh, ich denke, dass ich besser alles zurücknehme. Oh je. Also, wie sieht der Fluchtplan aus? Nun... Joa, ich weiß nicht. Irgendwelche Ideen? Joa, ich ziehe einfach meinen Ring an und gehe raus. Liegt doch also auf der Wand, auf der Hand. Warte hier. Ich weiß nicht. Irgendwelche Ideen könnten uns an der Stelle vielleicht weiterhelfen. Ich weiß nicht. Irgendwelche Ideen? Nun, lass mal sehen. Kannst du gut mit dem Schwert umgehen? Nein,
Kennst du irgendwelche mächtigen Zaubersprüche? Nein. Sieht so aus, als säßen wir tatsächlich fest. Natürlich nur so lange, bis du deine spezielle Druidenmagie einsetzt, um uns zu befreien. Es ist nicht ganz so einfach. Druidenmagie entstammt der Natur. Alles, was ich ohne Natur tun kann, ist polymorph. Poly was? Alle Druiden sind in der Lage, sich in andere Tiere zu verwandeln. Es passiert, wenn sie einen Vollmond erblicken. Was soll das heißen? Du bist ein Werwolf? In welches Tier kannst du dich verwandeln? Und wie soll hier ein Vollmond aufgehen? Gute Fragen, Simon, gute Fragen. Wollen die wirklich behaupten, dass Druiden Werwölfe sind? Was? Soll das heißen, du bist ein Werwolf? Einige von uns sind Werwölfe. Andere sind Bären oder Panther oder Schlangen. Und was bist du? Ein Frosch. Ein Frosch? Stimmt irgendetwas nicht mit Fröschen? Nein. Aber ein Frosch? Ich kann es nicht ändern. Die Anordnung kam von oberster Stelle. Nun, ich bin sicher, dass uns das von Nutzen sein wird. Vor allem Tiger, Panther, Löwen, Bären. Und du? Ja, so ein Frosch halt, ne? Ja, hat er sonst noch Ideen für uns? Reden wir nochmal eine Runde mit ihm. Noch irgendwelche Ideen? Joa. Ich arbeite dran. Wie war das noch gleich mit dieser Druiden-Power? Ich würde sagen, Na, beeile dich lieber. Die Goblins werden bald zurückkehren. Ja, Ich glaube, wir sollten nichts überstürzen. Tja, scharfe Sachen. Bevor wir nach oben gehen, sollten wir natürlich den Ring wieder aufziehen. Warte. Uiuiui. Tragen wir mal den Ring wieder. Wupp. Geht's hier vielleicht weiter? Nee, hier geht's nicht raus, hier geht's auch nicht runter. Diese scharfen Sachen. Dass wir mit denen nichts machen können irgendwie. Können wir die benutzen? Mit dem Druidenseil hier vielleicht oder so? Er ist ja bestimmt irgendwie festgebunden. Das geht doch so nicht. Das geht so nicht. Also, wir können auch nicht mit unserer Schere hier das Seil durchschneiden oder so. Druide. Pupide. Oh, wir könnten noch ein bisschen an dem Rad hier drehen. Nein, natürlich nicht. Saurons Ring zeigt schon Wirkung. Natürlich müssen wir die Wache da irgendwie weglocken. Ich meine, hat die gerade gepopelt? Dann ist die Sonne auf. Vielleicht mit dem Wachs irgendwie? Nee. Ja, gut. Was passiert eigentlich, wenn ich den Ring... Ich meine, eigentlich gibt es ja nie Situationen in solchen Spielen, wo man nicht weiterkommt. Also was passiert, wenn ich den Ring an der Stelle ausziehe? Ich bin doch nicht verrückt. Der Wächter würde mich zum Frühstück verputzen. Ich hätte eine Idee. Vielleicht können wir ihn hier runterlocken, indem wir hier irgendwie die ganzen Sachen hier umkippen. Vielleicht. Brandeisen gibt's hier auch. Können wir das vielleicht mit dem Druiden benutzen? Eine gute Idee, aber nicht sehr praktisch. Ja, nehmen wir das Brandeisen mal mit, falls es uns den Hut nicht durchschmort. Okay, ich guck mal, ob wir das hier bewegen können, die scharfen Sachen. Das ergibt doch keinen Sinn. Naja, ich hätte jetzt einfach Lärm machen wollen und dann wäre der hier runtergekommen und wir wären hier so stopp, einfach nach oben gestapst. Gut, vielleicht können wir mit dem Brandding ja so von hinten, wenn er gerade nach rechts guckt, unser Zeichen hinterlassen. Das geht doch so nicht. Schade, was haben wir denn noch gefunden? Wir haben einen Eimer gefunden. Können wir denn das Brandeisen irgendwie mit dem Eimer benutzen? Das geht doch so nicht. Nee. Schwierig.
Was haben wir denn sonst noch anzuklicken? Ach, jetzt bin ich schon wieder runtergelaufen. Ja, diese eiserne Jungfrau, was die hat. Wir haben ein Brandeisen. Wir haben auch Wachs. Wir könnten das Wachs eventuell aufwärmen mit dem Brandeisen. Das geht doch so nicht. Ja, ach, schauen wir uns das Brandeisen einfach nochmal an. Vielleicht hat er einen Tipp für uns. Zum Glück ist meine Mütze feuerfest. Da sagt das wirklich. Zum Glück ist seine Mütze feuerfest. Ach, Gitterstäbe. Die können wir auch anklicken. Schauen wir uns die mal an. Solide Metallstangen. Ja, so solide, dass du sie nicht wegkloppen kannst mit einem krassen Brandeisen. Das geht doch so nicht. Ja, so solide. Ja, schauen wir uns den Eimer nochmal genauer an. Das ist ein Metalleimer mit einem großen Loch. Warum hat der Metalleimer ein großes Loch? Weiß nicht, vielleicht hat der Druide irgendwie mit dem Eimer eine Verwendung? Ich muss diesen verdammten Ring abziehen, sonst hält mich der verrückte Druide noch für einen Dämon. Aha. Kann ich bitte diesen Eimer über deinen Kopf stülpen? Warum? Hast du so etwas wie einen Plan? Jawohl, ich habe einen Plan. Und jetzt? ja. Er hat einen Eimer über den Kopf gestülpt. Ja, nein, nein. Ja, können wir jetzt mit dem Brandeisen irgendwas machen? Oh Gott. Natürlich. Was für eine geniale Idee. Ich verstecke mich besser, bis er zurückkommt. Ich werde den Ring anziehen. Ach, sieh an. Die Batterien scheinen leer zu sein. Oh nein. Oh, und besser die anderen. Oh meine Güte. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht. Da gehe ich nicht hinein. Ah, rein in die eiserne Jungfrau. Jawohl. Extreme Akupunktur. Ich glaube, mein Heuschnupfen ist geheilt. Komm jetzt rein, also Blümchen mal. Aha. Ich kann niemanden sehen. Nein, hier drin ist niemand. Hinter dir. Was? Oh. Nicht sehr witzig. Zur Strafe wirst du eine Woche lang abwaschen. Bitte nicht, Captain! Gnade! Wir brauchen dringend einen neuen. Ich habe das gehört, Captain! Tage. Okay, der Druide ist wieder da. Was für eine überst mega geniale Idee es eigentlich war. Ich kann gar nichts tun, solange ich hier drin bin. So eine übergeile Idee es war, den Druiden mit dem Eimer und dem Feuer. Aber ich meine, das war absolut ein Zufall, ne? Natürlich, stellt quasi eine Art Mond dar. Richtig cool. Das war ganz schön heiß. Ich brauche einen Drink. Nein, wie gut. Ja, wir haben hier eine Säge von dem Druiden. Ich denke, nehmen wir am besten gleich mal. Können wir uns hier bestimmt raussägen. Schauen wir uns die trotzdem vorher nochmal an. Das ist eine sehr starke Bügelsäge.